Er ist ein Pfeifhase. Genau genommen pfeift er nicht, der Pfeifhase. Es ist ein Ruf, ein Schrei. Dem Murmeltier will der Pfeifhase nichts sagen, auch wenn es so aussieht, als würde es aufmerksam zuhören. Dieser quäkende Schrei ist an alle Nachbarn gerichtet. Haltet Distanz, hier ist mein Revier, könnte man frei übersetzen. In Nahaufnahme wirkt der Pfeifhase groß. Wenn er dann durch sein Reich zwischen den Steinen huscht, merkt man, er ist winzig. Gerade mal eine Handvoll wie eine dicke Maus. Der Schnee ist noch nicht lange weg in seinem Revier. Der Pfeifhase findet noch kein frisches Grün. Er muss mühsam an den Flechten nagen. So karg wie sie aussehen, sind die Flechten aber gar nicht. Sobald sie Sonnenlicht bekommen, produzieren sie Vitamine und Nährstoffe, die dem trockenen Gras nach dem langen Winter fehlen. Kräftig zaust der kalte Bergwind an dem fusselig weichen Fell. Wir wundern uns, dass der kleine Kerl nicht friert, denn zwischen den Haaren sieht man die blanke Haut. Ein winddichter Anorak, so wie wir ihn haben, wäre da sicher nicht schlecht.